Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video mit genialer Beschwörung gegen Xingqiu, Magu, Kenki und die Spiegeljungfrau. Sehr interessante Deck-Kombi, endlich mal Figuren, die nicht jeder benutzt, weil ich habe jetzt so viel gegen Sino, Bennett, Xingqiu gespielt. Also Bennett und Xingqiu, es ist so lustig, weil es auch im richtigen Genshin Impact also sind die zwei der besten 4-Sterne-Charaktere im Spiel. Wobei die könnte ich fast gebrauchen. Maybe. Ah, ich tue sie trotzdem mal weg. Ja. Ich hoffe, dass er mal nicht mit Mago Kenki anfängt. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war im Endeffekt... Okay, er fängt mit Mago Kenki an, RIP. Ja, so viel zu meiner Hoffnung von gerade. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Na egal. Okay, das ist schon mal komplett random. Oh, schade. Also ist lustigerweise trotzdem perfekt, weil ich zweimal Paimon auf der Hand habe. Mirror the Myriad. Which? What happened? In the image of the wilderness. Der wird sich jetzt auch denken, ja moin. Aber das, was er macht, eigentlich ist Magu Kenki genau das gleiche wie die Okeanide. Es ist eigentlich auch echt Schmutz. Vor allem in der, ist das immer die Reihenfolge eigentlich? Kann man das eigentlich irgendwie auswählen? Ach so, man kann es auswählen. Wow. Wow, man kann das auswählen. Okay, das macht... Okay. I see. Das Schlimme an Verwirbelung ist halt, dass jeder dann das Attribut bekommt. Ach, das ist eigentlich auch so unfair. Der Schlimmste war das Magu Kenki, wo er noch nicht genervt war. Das war halt ein absoluter Witz. Oh, also eigentlich wollte ich jetzt auf Fische gehen. Aber mit diesen Karten, mit diesen Würfeln ist das natürlich unmöglich. Lol. Falsches Team, Bro. Okay, dann spielen wir nochmal Paimon. Beziehungsweise überhaupt einmal Paimon. Wechseln auf Benissimo und schützen ihn mit einem Gerischt. Einem Gerischt aus der Küche. Jetzt macht eine Spezialfähigkeit. Die macht natürlich Anemo-Schaden. Wow, ich glaube, ich habe verloren, ohne Spaß. Ich glaube, ich habe verloren. Das ist komplette Katastrophe. Aber kostet das nicht? Ey, wie zum Teufel hat denn der das hinbekommen, dass er 3 Anemo und 3 Kryo-Würfel auf der Hand hatte? Er hatte einfach die perfekte Starthand anscheinend. What? Er hatte 3 Anemo und 3 Kryo-Würfel auf der Starthand. Hä? Like, what? Say what? Uff. Und jetzt löst er auch noch 2. Wow. Also wenn jemand so einen Lauf hat, da kannst du halt fast nichts machen. Mir ist jetzt erst bewusst geworden, wie viel Glück der hatte. Er musste keine einzige Karte burnen und konnte alles machen. Also vor allem die beiden, also 3 verschiedene Würfel, also das ist echt heftig. Das ist wie wenn ich 3 Hydro und 3 Elektrowürfel auf der Starthand habe quasi. Oh, Bennett ist tot. Dann kriegen wir wenigstens einen gratis Wechsel. Kriegen wir wenigstens den gratis Wechsel auf Fisch. Ja, also das ist Game Over. Ich habe noch 11 Leben. In Runde 3? Heilige Makrele. Na, das ist... Und vor allem, jetzt hat er seine Spezialfähigkeit und friert mich ein damit. Er kann mich jetzt 2-mal einfrieren einfach. Ha?
Er kann jetzt Fischl einfrieren und meine Okeanide und dann kann ich nicht mal mehr was machen diese Runde. Dann kann ich diese Runde nicht mal mehr was machen. Ich kann einfach diese Runde nichts mehr machen, weil er mich jetzt zweimal einfriert. Hä? Das Einzige, was mir bleibt, ist nicht zu wechseln. Die Kathedrale für den Lieben auszuspielen. Also ist eigentlich auch dämlich ist. Weil genau jetzt würde Lieben getriggert werden. Aber ich habe so oder so verloren. Das ist leider Game Over. Auch wenn jetzt friert. Achso gut, das ist tatsächlich egal. Ich habe noch 2 Leben. Wow. Ich habe einfach noch 2 Leben. 4, besser gesagt. Er hat einfach noch 14. Aber das mit der Verwirbelung, also ehrlich gesagt verstehe ich aber auch nicht, wie kann das denn eigentlich balanced sein? Also, erstens Mago Ukenki und zweitens generell die Reaktion Verwirbelung. Natürlich auch besonders unlucky, dass 2 seiner Figuren mit einem Leben überleben. Das kann man natürlich auch nicht anders sagen, dass das einfach nur ärgerlich ist, aber gut. Ich meine, gut, ich habe richtig viel Heilung auf der Hand und ich habe richtig viele Kristalle. Also theoretisch könnte ich noch eine Runde überleben. Gut, würfeln würde natürlich auch noch helfen. Tja, ist okay. Oh. Ist die Frage, Lotus oder Heilen? Lotus oder Heilen? Wahrscheinlich lieber den Lotus. Es wäre sogar gut, wenn er auf die Spiegeljungfrau wechselt, weil ich glaube... Ne, ich mache nur 6 Schaden, ne? Er weiß wahrscheinlich, dass ich nichts machen kann mit der Okeanide. Das weiß eigentlich jeder, der sie schon mal gespielt hat. In the image of the wilderness. Das ist halt ärgerlich mit der Eingerichtbeschränkung pro Spielzug. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ja. Gut, ich kann Leo so. Ne, Moment, das macht keinen Sinn. Ich habe noch Lieben. Na gut, es wird verhältnismäßig noch knapp, aber er wird jetzt auf die Spiegeljungfrau wechseln, schätze ich. Das überlegt Ching Shou eh mit einem Leben. Und ja. Also er muss eigentlich auf die Spiegeljungfrau wechseln. What? Ich bin mir nicht sicher, ob ihm gerade bewusst ist, was er gerade für einen Fehler gemacht hat. Hä? Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, what? Er hat uns einfach... Hä? Er hätte halt nur auf die Spiegeljungfrau wechseln müssen. Hätten wir keine Elektroreaktion bekommen. Mago Ukenki hätte überlebt. Achso, nee, wobei die Elektroreaktion... Na, nevermind, die Elektroreaktion hätten wir trotzdem bekommen. Oh, wow, ne, Moment, wenn ich zu schlecht würfel... Ah, ne, wir haben 2 Omnikristalle safe. Na, wir haben es eh geschafft. Ne, wir haben gewonnen. Aber ja, hä? Er hat halt... Aber wenn er auf die Spiegeljungfrau gewechselt hätte, hätte er auf jeden Fall Ching Shou überlebt und dann hätten wir nicht gewonnen. Wow, krass. Crazy. Echt noch gewonnen, wow. Da merkt man mal, man sollte echt nie aufgeben. Aber das war schon, das war jetzt schon heftig, holy moly. Trotzdem unfair mit der Reaktion Verwirbelung. Nur weil wir jetzt gewonnen haben, ändert das nichts an der Tatsache, dass es trotzdem unfair ist. Das will ich mal hier festhalten. Es wäre echt cool, wenn man sehen würde, wie viele Siege ein Deck errungen hat und so. Also Statistiken würden geniale Beschwörungen so viel geiler machen, ganz ehrlich. Schade, dass es das nicht gibt. Danke euch fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.